Hallo, meine Lieben. Heute geht's wieder weiter mit Handys Geheimnis. Ihr habt euch bestimmt gewundert, beim letzten Video habe ich irgendwie so einiges durcheinander gebracht. Da gab es, glaube ich, gar kein Hallo und kein Tschüss. Weil ich dachte, ich hatte schon irgendwie eine Folge angefangen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Wir sind auf jeden Fall im Unterricht bei Herrn Novara. Und ja, ich bin gespannt, ob wir heute das Referat machen. Gut, wie weit seid ihr? Seid ihr gut vorangekommen? Ja, Herr Novara, wir sind mit den Aufnahmen fertig. Alle haben gern geantwortet. Sehr gut. Ihr hattet auch etwas von Bühnenbildern gesagt. Plant ihr immer noch, das so aufwendig zu inszenieren? Ja, wir haben schon fast alles dafür vorbereitet. Ich sehe Henry an. Beim Gedanken an diesen Tag werde ich rot und gleichzeitig auch traurig. Der Lehrer geht weiter. Dann nur weiter so. Ich bin mit Henry allein. Ich fühle mich unwohl. Ich glaube, er merkt es und es tut ihm leid. Nervös lese ich meine Notizen durch, ohne auch nur ein Wort davon zu verstehen. Er merkt, dass ich versuche, meine Verlegenheit zu verbergen. Leider. Ja? Ich sehe ihn nicht an. Ich habe in diesem Moment keine Kraft dazu. Die Bilder von Samstagnachmittag in seinem Zimmer gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich bin zwischen lauter widersprüchlichen Gefühlen hin und her gerissen. Ich fühle mich den Tränen nahe. Wirklich erbärmlich. Kannst du mich bitte ansehen? Ich hebe den Kopf und schaue ihn an. Er seufzt. Leila, es tut mir wirklich leid. Was genau tut dir leid? Ich weiß es nicht so genau. Ich hatte das nicht erwartet. Er fährt sich mit der Hand durchs Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich hätte reagieren sollen. Anders. Ich weiß nicht, was ich hätte sagen, tun oder nicht tun sollen. Ich habe mich von dem Moment hinreißen lassen. Und er sucht nach den richtigen Worten. Ich bin gerührt, dass er endlich offen etwas zu dem Thema sagt. Henry? Schon gut. Ich glaube, ich habe verstanden. Und danke. Danke? Wofür? Danke, dass du es endlich zugegeben hast, dass da etwas passiert ist. Es war ein bisschen so, als wäre ich verrückt geworden und hätte mir alles nur eingebildet. Er lächelt verständnisvoll. Es tut mir leid, wirklich. Ich habe versucht, so zu tun, als ob nichts wäre, aber das war nicht leicht. Deinen Blick auszuweichen war eine Qual. Es läutet. Henry rührt sich nicht. Wir sehen uns an. Ich lächle ihn an und werde rot. Wie immer. Wir müssen zwei, ne? Ja, wir müssen zwei Fotos machen. Ich würde einmal den Laptop fotografieren. Ah, das Modell finde ich schon seit Monaten toll. Mein Computer ist so langsam, das ist deprimierend. Was glotzt du meine Sachen so an? Ich dachte nur, dass das ein toller Computer ist. Natürlich, was denkst du denn? Mein Vater lässt mich nicht an irgendwelchen alten Dingern arbeiten. Okay. So, da ist der Laptop und dann ist da hinten eine Liste. Das ist die Liste von Herrn Novara. Darauf stehen die Arbeitsgruppen für die Referate. Das ist aber komisch.
Anne und Jessica haben das Thema Kriege von heute gewählt. Genau wie Jasmine und Clement. Jetzt wird mir einiges klar. Okay. Ich habe das Gefühl, ich kann endlich durchatmen. Endlich hat Henry mit mir über diesen Tag gesprochen. Er tut nicht mehr so, als wäre nichts passiert. Ich weiß immer noch nicht, ob er den Moment in seinem Zimmer bereut hat, aber ich glaube, das ist nicht die Frage. Ich bin froh, dass alles wieder so ist wie vorher, bis auf diese Kleinigkeit. Er hat gesagt, er habe sich von dem Moment hinreißen lassen. Das weckt in mir plötzlich wieder Hoffnungen. Was ist jetzt schon wieder los? Hat sich Jay wieder ausgezogen? Er sollte aufhören, morgens solche Fotos zu posten. Davon muss ich mich jetzt erstmal erholen. Ist er endlich morgen geschminkt? Und hast du jetzt kapiert, dass er morgens scheiße aussieht? Ich lache. Nein! Vor etwa einer Stunde hat er ein Foto nach dem Joggen gepostet. Er ist so sexy. Henry wirkt verlegen, lächelt aber. Wie so oft redet Jasmine von Jay. Ich glaube, er findet, dass sie übertreibt. Zeig es mal. Jetzt übertreibt man nicht. Guck mal, wie er sich anstrengt, damit man seine Bauchmuskeln sieht. Er sieht aus, als hätte er Verstopfung. Und nun fangen die üblichen Diskussionen. Henry und ich sehen uns an und fangen an zu lachen. Er hält meinen Blick stand. Ja, das ist jetzt dieses Etwas zwischen uns. Streiche mir eine Haarsträhne hinter das Ohr. Ich spiele die Schüchterne. Ich muss total albern aussehen, aber das konnte ich mir nicht verkneifen. Ich merke, dass mich jemand beobachtet. Enzo sieht mich überrascht an. Stimmt, hat er die Blicke zwischen mir und Henry bemerkt. Er ist ja nicht doof. Eigentlich schon. Ist er etwa eifersüchtig? Der Lehrer kommt und schließt die Klassentür auf. Alle gehen hinein. Wie in jeder Philo-Stunde herrscht Chaos. Ich liebe Philo, also bemühe ich mich, dem Unterricht zu folgen. Aber einige Mitschüler, allen voran Enzo und Jessica, geben sich viel Mühe, den Unterricht zu stören. Ein bisschen Konzentration, bitte. Der Satz des Lehrers hat keinerlei Wirkung. Zur Tafel gewandt, schreibt er weiter. Plötzlich sehe ich einen Geschoss auf mich zukommen. Ich höre Enzo und seine Kumpels kichern. Durch ein Blasrohr schießt er gekaute Papierkügelchen. Alter, ist ja wie im Kindergarten. Es ist widerlich. Der Lehrer bekommt natürlich nichts mit, denn die Großmäuler trauen sich nur, wenn er ihnen den Rücken zudreht. Sie zielen auf das Pult des Lehrers, auf dem schon einige feuchte Papierkugeln klingen. Ich sehe Enzo angeekelt an. Er hält meinen Blick provokativ stand. Er kaut ein weiteres Papierkügelchen vor und zielt ganz offen auf Henry. Er trifft sein Opfer am Hinterkopf. Henry richtet sich kurz auf. Er hat gemerkt, was passiert ist. Er sieht die Kugeln, die schon überall kleben. Aber sonst bewegt er sich nicht. Enzo und seine Komplizen krümmen sich lautlos vor Lachen. Er sieht mich siegessicher an. Ich könnte kotzen, der Typ ist so ein Idiot. Mit einem teuflischen Lächeln spielt er sein Spiel weiter. Henry treffen mindestens 5 Kugeln im Kopf. Ich könnte explodieren. Aber als ich gerade aufstehen und eingreifen will, fasste Henry in seine Haare und sammelt die darin klebenden Kügelchen heraus. Enzo freut sich diebisch, dass Henry nun angeekelt reagieren wird. Nur, dass er sich nichts anmerken lässt. Henry erhebt sich und geht auf ihn zu.
Er bleibt vor Enzo stehen und sieht ihn von oben herab an. Was ist? Hast du ein Problem, Junge? Endlich dreht sich der Lehrer um zu sehen, wer da redet. Henry, warum setzen Sie sich nicht an Ihren Platz? Henry dreht sich zum Lehrer um ihn höflich zu antworten. Enzo hatte etwas neben mir fallen lassen. Ich wollte es ihm nur zurückgeben. Zufrieden mit der Antwort dreht sich der Lehrer wieder der Tafel zu. Doch sobald er nicht mehr im Blickfeld des Lehrers ist, dreht sich Henry zu Enzo und verpasst ihm einen gewaltigen Schlag in den Nacken. An seiner Hand hatte er noch immer die feuchten Papierkugeln gehalten, die jetzt auf der Haut des Schützen kleben. Oh, ich wird überall Ausschlag kriegen. Enzo ist überrumpelt und sucht nach Worten, während Henry sich zu ihm hinunterbeugt. Ich glaube, du hast etwas verloren. Dann reißt er ihm den Papierbogen aus der Hand, aus dem Enzo seine Geschossene herstellt. Der steht auf, um Henry zu antworten, aber Henry ist schon wieder an seinem Platz. Enzo, setzen Sie sich! Enzo ignoriert die Aufforderung der Lehrer des... des Lehrers und raunt Henry zu. Dich kriege ich, Junge, der werde ich zeigen. Henry verzieht keine Miene und schreibt weiter von der Tafel ab. Setzen Sie sich, sonst können Sie sofort zum Direktor gehen. Enzo setzt sich wieder. Viele Mitschüler, die das Spektakel verfolgt haben, kichern leise. Am Ende der Stunde stimmt er wütend als Erster aus der Klasse. Leila, kommst du? Die Jungs warten auf uns. Okay, wir sollen noch ein Foto machen. Ich sehe jetzt hier halt, ne? Das Blatt Papier, aus dem Enzo seine Munition hergestellt hat. Henry hat es ihm wie ein Kind abgenommen. Ich sehe mir genauer an, was darauf steht. Sieht aus wie Dialoge aus einem Interview. Mein Gott, der Text steht voller Fehler. Was guckst du dir da an? Daraus hat Enzo die ekligen Papierkugeln gemacht. Jasmine wirft einen flüchtigen Blick auf das Papier und nimmt es mir dann aus der Hand. Erschrocken reißt sie die Augen auf. Was ist? Stimmt was nicht? Bestimmt vom Referat. Leila, das ist wortwörtlich das Interview mit Stefan, dem Soldaten, den wir gefilmt haben. Was? Ich glaube, Jessica kopiert unsere Projektarbeit. Das erklärt die vielen Fehler. Enzo und Jessica haben die Infos nicht aus dem Internet, sondern haben das Interview vom USB-Stick kopiert und angehört. Ich dachte, das Referat interessiert sie nicht. Wie der Unterricht im Allgemeinen. Sieht aus, als wäre sie plötzlich ehrgeizig, leider mit unehrlichen Mitteln. Ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb sie angefangen hat zu arbeiten. Meinst du, sie hat endlich kapiert, dass sie sonst ihr Abi vergessen kann? Oh, ich glaube nicht, dass es aus so einem edlen Motiv ist. Und wir sind in der Kantine. Wow, du hast Enzo echt total blamiert. Ich glaub's immer noch nicht. Ich schwör's dir. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Nein, spinn ich drum? Das war perfekt. Ich fand's toll. Ich lache. Er hat es schließlich darauf angelebt. Henry sieht mich an und lächelt. Er beugt sich zu mir herüber. Ich dachte, wenn ich nichts unternehme, würdest du dich einmischen. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Oh, danke. Er richtet sich wieder auf. Übrigens organisiert mein Musiklehrer in 2 Wochen ein Frühjahrskonzert. Alle Schüler der Musikschule spielen dabei zusammen in einem Saal. Oh! Mein Vater wird da sein. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch kommen. Ich würde mich darüber freuen. Oh ja, gerne.
Du meinst ein Cello-Konzert? Kleberum scheint nicht besonders begeistert zu sein. Da sind doch Geigen dabei. Uff, da bin ich aber beruhigt. Komm schon, gib dir einen Ruck, wenn uns Henry schon mal etwas vorschlägt. Ich will dich ja nicht verletzen, Kumpel, aber ich stehe eher auf Sachen mit mehr Action. Ich weiß, Clément, du stehst nicht unbedingt auf klassische Musik, aber vielleicht gefällt es dir ja dann trotzdem. Er dreht sich zu mir um. Was sagst du? Die Idee, Henry Cello spielen zu hören, gefällt mir gut. Ich lächle ihn an. Klar, ich freue mich. Allerdings ist dabei Amtgarderobe Pflicht. Alles klar. So, wir haben keine 10 mehr zur Verfügung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Amtgarderobe Pflicht und Henry beim Cello-Konzert. Ja. Aber es ist ja auch erst in 2 Wochen. Ich schätze mal, vorher kommt jetzt erstmal noch das Thema mit dem Referat und ja. Also warten wir ab. Dankeschön wieder fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.